Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir denn die besten DVD-Player-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Titel, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Pumpkin 2DIN. Als der beste Fahrzeug 2DIN Radio DVD-Spieler mit Navigationssystem setzte sich das Gerät von Kürbis. Es wird von einem bequemen 7 Zoll Touch-Display gesteuert und nutzt eine große Auflösung mit großer Video-Display-Bildschirm. Das DVD-Laufwerk ist regionfrei und spielt eingelegten außer oder gebrannte DVDs und CDs mit allen gängigen Formaten. Von AV über VCD und MP3 zu JPEG ohne Probleme, solange die Auflösung HD nicht hinausgeht. Laufendes System Windows C verwendet wird, läuft die effizient und reibungslos auf dem Guardbit. Dank vorinstallierter Navigationssoftware mit 23 europäischen Ländern kann das Gerät sofort als Navigationssystem verwendet werden. 3D-Karten. Zu sehen, wählen Sie zwischen 13 Sprachen und ebenso einen Spur. Halten Assistenten verwenden. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Odysseal. Das Design des Odys dominiert unter den tragbaren DVD-Spielern mit 2 Bildschirmen als Testsieger. Dank dieser Variante du musst nicht 2 getrennte Geräte zu kaufen, aber sie können den zweiten Bildschirm an das Primärsystem verknüpfen. Dies ermöglicht 2 Betrachter frontal platzierten Film zu sehen. Dies ist besonders interessant in den BKW und LKW. Natürlich, wenn beide Displays an den hinteren Kopfstützen befestigt sind. Die passenden Halterungen sind ebenfalls Bestand aus, zusätzlich zu Fallbringen und eine Fernbedienung sowie ein 12V Kraftfahrzeugadapter und ein AV-Powerkabel-TV. Die Doppeldisplay-Bildschirme jeder Anschluss mit einer Auflösung von 800 bis 480 Pixeln, die weit von HD-Qualität, dennoch ist, bestimmen die Bildschirme in der größeren Version sowieso nur 9 Zoll in der Diagonale, sodass die Auflösung, wenn sie von der Rückseite des ausreichend betrachtet, ein USB- und SD-Kartenslot ist ebenfalls Bestand aus so, dass Sie nicht brauchen, um eine DVD oder CD in das. Auf Platz 3 haben wir die Samsung BDJ4500R von Samsung ermutigt die Testern als die beste Blu-ray-DVD-Spieler. Der DVD-kompatiblen Blu-ray-Player unterstützt Anunit Plus, also können Sie es schnell mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts Anunit fähigen verwalten. Eine separate Fernbedienung ist natürlich auch im Preis inbegriffen. Dank integrierter BD-Wiese-Innovationen, den idealen Rahmen für die Verbindung zwischen TV, ist Player und System automatisch ausgewählt, welche Sie Setup-Zeit spart. USB-Wiedergabe ist einfach möglich, wie Blu-ray-Discs, DVDs und CDs zu spielen. Darüber hinaus können Sie die CD-Ripping-Funktion, um Musik von Audio-CDs in MP3-Formate auf dem USB-Stick zu sparen, nutzen. Vor allem die Wahrheit, dass der Spieler auch Informationen-Container in der MKV-Format unterstützt, wird voraussichtlich Freunde der digitalen Medien Material zu gefallen. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Sony DVP. Wie die besten Home-DVD-Spieler überzeugt das Sony-Gerät die Tester. Es ist sehr kompakt und bestimmt nur 27 cm in der Breite und unterstützt nicht nur Original-DVDs, aber auch gebrannte CDs und DVDs mit zahlreichen Informationen, Formate wie JPEG, MP3, AVI, XWIT, WMV und VCD. Und ist VCD. Dank der koaxialen Audioausgang kann das Gerät in Ihren Audio-Receiver angeschlossen werden, damit ebenso Filmtheaterlärm. Daraus kann man. Der einzige Ausgang ist eine SCART-Verbindung, HDMI ist nicht an Bord. Dies ist keine Frage nachzudenken, die niedrige Auflösung von DVD ist, aber Sie werden im Auge zu behalten, die viele brandneue Fernseher nicht über ein SCART-Adapter, also musst du auf einen Konverter zurückgreifen.
so, dass man nicht noch einmal ganz von vorne anfangen, können Sie die Lebenslaufpunkten von ca. 6 sparen DVDs auf dem internen Speicher, was sehr bequem ist. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Navisk Auto 10,1. Als die besten tragbaren DVD-Spieler für den mobilen Einsatz dominiert. Das Modell der Navisk Auto. Es ist leicht zugänglich in einer Vielzahl von Größen. Mit der 10 Zoll Variante bietet die Tester die meisten Begeisterung, als das Verhältnis der Display-Größe, Geschwindigkeit und Effizienz passen unter dem Strich. Dank der 270 Drehwinkel das Display genau an die Träume der Passagiere angepasst werden kann und die integrierte Batterie dauerte bis zu 4 Stunden Filmgenuss im Test, welches für 2 Filme ausreicht. In den PKW und LKW kann er bequem auf die 12 Volt Anschluss betrieben werden, damit der ideale Reisegefährte für lange Fahrzeugfahrten. Dank der völlig kostenlos Halter für die Kopfstütze, es kann ebenso bequem befestigt werden ist und lief über die Fernbedienung. Dank der eingebauten USB- und SD-Karte benutze Oberfläche, Inhalte kann nicht nur wiedergegeben werden von DVD, sondern auch direkt von einem anderen Medium. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.